Ach, wie süß. Vielen Dank. Entschuldigung, wollte ich dazwischen quatschen. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay, also wir sollen wieder den Animus und das Leben von Ezio Auditore verfolgen. Und jetzt, ich spoilere es jetzt, er ist aus Florenz und kann ich jetzt so einiges zu erzählen, weil ich letztes Jahr in Florenz war. Und ich auch so einige Orte sicherlich wiedererkennen werde, die ich da gesehen habe. Aber erstmal reden wir hier mit Sean oder so. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Richtig, Tour. Jetzt haben wir eine Marco Polo. Dante. Ja, das kann ich nicht ganz erkennen. Kublai Khan oder so, also ein mongolischer Kriegsführer. Da oben ist irgendein Papst. Das ist ein guter Bischof oder sowas. Da sind verschiedene Wappen. Das mit diesem, das Gelbe da mit den Kugeln, das ist das Wappen der Medici. Da drüber sind die Dogen von Venedig im 15. Jahrhundert. Das ist das Bild von Leonardo da Vinci. Ja, aber wir gehen erstmal wieder Lucy hin. Ich werde zu sehen, du da hinten. Sprich mal da mit ihr. Hey. Also, ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen... Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Okay, dann speichern wir mal hier mit Technikfreak. Hey, Desmond. Wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay, wir haben mit einem geredet. Dann würde ich sagen, wir setzen uns in den Animus 2.0. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Ja, los geht's. Wir sind wieder im Animus. Ladebildschirm ist hier zumindest ein bisschen anders. Noch. Irgendwas Uplay-mäßiges, das hat ja Ubisoft eingeführt, keine Ahnung. Oh,
da sind wir auch schon in Florenz. Da ist der Dom. Zurück über den Arno. Der Name mir gerade entfallen ist, den ich aber vor 5 Minuten gleich noch präsent hatte. Da geht es jetzt, glaube ich, auch hin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da sind wir schon. Damals noch so ein Fischermarkt. Heutzutage sind da nur Goldschmiede auf der Brücke. Und an der Stelle stand ich schon, habe ich direkt Fotos gemacht für so ein paar Kumpels, um das so ein bisschen zu zeigen. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Jungs sind Jungs, wie Eri de Pazis Männer bekämpfen. Akzeptieren. Los geht's! Wir können ihn zur Piazza schicken. Wir greifen uns einfach nochmal und geben ihm den Kopf los und aus. Den greifen wir und nehmt eure Hände da weg. Schlagen auf ihn ein. Zack. So, hier wiederholen. Zack. Zack. Ihr müsst mich verwechseln. Er macht ja schon ziemlich den Abflug. Werfen ihn einfach mal hier gegen die Wand und noch wieder runter aus. Jetzt hängen wir hier oben gerade fest und wie? Okay. Jetzt alles hier ganz toll, dass wir hier hängen, aber ich meine, das fände ich jetzt wirklich doof. Oder? Ich gucke jetzt einfach mal kurz einfach in die Datenbank oder auf die Karte, wenn ich eine habe. Keine vernünftige. Ja, ich würde ganz super gerne mit diesem Kampf eingreifen. Aber ich kann nicht, weil ich hier irgendwo so ein bisschen in der Luft hänge. Noch einfach aus der Ecke hier nicht wegkommen. Und die beiden das natürlich nicht schaffen. Das ist jetzt blöd, kann ich das irgendwie hier neu starten? Nein, kann ich nicht. Muss ich hier irgendwie einen Weg finden, die weg ist. Jetzt hängen doch nicht an dem blöden. An dieser blöden Leiche da fest. Ja, ich drücke hier gerade wie wild alle Knöpfe, um irgendwie hier rauszukommen, aber. Irgendwie hebt er lieber die Arme und tanzt. Ich könnte das jetzt natürlich mit Musik unterlegen, wenn die hier abgeht, aber... Eigentlich würde ich lieber spielen, muss ich doch sagen. Okay, ich schätze mal, dann mache ich an der Stelle einfach mal... einen Cut. Und, beziehungsweise beende kurz und log mich wieder ein. Story-Modus. Schon den. So. Probieren wir es einfach nochmal. Mache ich einfach mal keinen Cut, wenn wir jetzt direkt an der Stelle wieder rauskommen. Und ziehe es einfach durch.
haben wir eine blöde Ecke im Spiel gefunden. Sollte man vielleicht nicht unbedingt nochmal tun. Greifen bei ihnen. Zack. Loslassen, Horror! Zack! Kein Ausweg mehr, Stronzo! So, jetzt bist du dran. Bam. Was? Bitte! Zack! Gib mich sofort rein! Man sieht schon, der Nahkampf ist verglichen mit dem ersten Luft. Deutlich verbessert worden, hat mehr Aktionen, hat auch so Aktionsfolgen, wie die hier, die drei, zack in den Kopf, zieht man ihn einfach wieder hoch und schlägt ihn so zu Boden. Hinter dir! Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Ja, das ist auch Bruder zu Besuch gekommen. Und die Massenschlägerei geht in die nächste Runde. Zack! Und dann kann er auch schon. Geh mal ein bisschen von der scheiß Wand weg, nicht dass es wieder schief geht. Da in der Ecke, da hinten irgendwo habe ich schon mal war damals gesessen, über Freunden, als wir da waren. Cool, dass man so durch Renz gerannt ist, dass man so viele Orte einfach erkannt hat, wieder aus dem Spiel. Was wollt ihr denn tun? Das zeigt ja, wie detailgetreu es die Entwickler geschafft haben, das darzustellen. Wie sicher später auch nochmal drauf zu sprechen. Zurück! Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen.